unser Thema für heute Abend. Wie ihr wisst, die Anti-Corona-Diät. Ich habe ein bisschen dick aufgepinselt mit dem Titel, möchte ich meinen, aber ich war so begeistert davon, dass ich dachte, okay, wenn ich noch was sage zu diesem Thema, über das keiner mehr sprechen will, das schon keiner mehr hören kann, alle sind wir traumatisiert, dann soll es aber wenigstens einen guten Titel haben. Und ich habe uns eine Präsentation vorbereitet, die ich auch gleich mal einblenden werde. So, also hier habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet, weil ich dachte, gerade online ist das vielleicht besser. Dann müsst ihr mich nicht die ganze Zeit im Vollbild sehen, sondern habt was zum Mitlesen oder könnt euch auch Notizen machen. Und zwar die Anti-Corona-Diät, Sommer 2020, ein anderer Sommer. Was ich damit sagen möchte oder was ich damit einfach austauschen möchte, mitteilen möchte, ist, dass es ein paar Punkte gibt, auf die wir achten können oder sollten, ganz besonders in diesem Sommer im Vergleich zu anderen Sommern. Viele von euch sind vorerfahren, viele von euch haben große TCM-Kenntnisse, manche vielleicht ein bisschen weniger, manche mehr über Ernährung, manche weniger. So letztendlich habe ich versucht, das ganz einfach zu gestalten. Ihr werdet mir gut folgen können. Und es sind dann noch ein paar Schlüsselpunkte, die ich noch mal zum Schluss einfach betonen möchte, was mir wichtig ist, was ihr von diesem Vortrag mitnehmen sollt. Ja? Und zwar vielleicht gleich vorab, falls es hier Zuhörer gibt, die mich nicht kennen oder falsche Erwartungen haben, das wird jetzt kein Vortrag über Infektionskrankheiten sein, ganz und gar nicht. Ja. Das ist ein großes Thema in der TCM, das erfordert enorme Grundlagen, also wirklich viel Kenntnis und Erfahrung, vor allem auch mit Kräutern, die da unbedingt dazugehören. Und für diejenigen, die sich da vielleicht vertiefen wollen. Für diese bietet Claude ab dem Wochenende Online-Seminare an, also für die, die es ganz kompliziert studieren wollen. Ich wollte euch einfach was viel Einfacheres vermitteln heute Abend. Also es ist kein Vortrag über Infektionskrankheiten, Wen Bing Lun nennt man das in der TCM. Ich werde euch jetzt auch keinen Diätplan erstellen oder anführen für eine akute Infektion. Ja, wenn jetzt jemand erkranken würde mit allen Symptomen, die dazugehören, das ist natürlich ein sehr spezieller Bereich für sich, ja, wo wir mit Diät und Ernährung zwar wichtig begleiten könnten, aber absolut an unserer Grenze sind. Also auch darüber werde ich jetzt nicht sprechen. Und ich werde euch auch kein Wundermittel verkaufen oder nicht eine einzige Lösung darbieten, die uns retten wird. Also wenn ihr euch sowas erwartet, dann tut es mir leid, dann könnt ihr den Abend gleich ganz anders genießen und was Gemütliches machen. So, die Idee oder der Punkt, der mir wichtig war, ist eben die Frage, was können wir denn tun? Ja, können wir denn gar nichts tun? Können wir nur warten und hoffen? Oder was bleibt uns übrig? Außer, da die Punkte gehe ich lieber gar nicht mehr einzeln durch, wir können uns schon nicht hören, wir wissen schon auswendig, Abstand halten, Hände waschen, desinfizieren, Maske tragen etc. Was gäbe es dann noch außer diesen Möglichkeiten? Ja? Können wir nichts tun? Können wir was tun? Und natürlich können wir was tun. Ja? Wir können einfach unser Bestes geben, unseren Körper, unseren Organismus zum einen so vorzubereiten, dass wir eine Anfälligkeit für eine Infektion verringern. Beziehungsweise wir können sehr viel tun, was die Ausmaße dieses außergewöhnlichen Zustandes derzeit betrifft. Und damit wollte ich auch gleich beginnen. Und zwar, wenn wir uns mal die psychoemotionale Situation aktuell anschauen, was sehen wir? Es ist so viel Hilflosigkeit da. Angst und Unsicherheit beherrschen unseren Alltag. Wir können nicht mehr planen, alle Pläne sind über den Haufen geworfen. Ja, wir wissen nicht, was möglich sein wird, wann etwas möglich sein wird. Also alles ist ungewiss.
und alles wird in Frage gestellt oder vieles wird in Frage gestellt. Ja, also die psychoemotionale Situation ist nicht zu unterschätzen und die hat natürlich Auswirkungen. Deshalb halte ich es schon für wichtig und sinnvoll, ein bisschen zu betrachten, was da denn möglich ist. Wie wirkt sich sowas auf unseren Körper aus? Und sich auch Gedanken darüber zu machen, welche Möglichkeiten es gibt, um da einen Ausgleich herzustellen. Ja, also ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten. Wir waren jetzt in Situationen, ja, die für uns alle neu waren. Und diese Situation, wenn wir nur die Worte anschauen, Hilflosigkeit, Angst, Unsicherheit, Ungewissheit, ja, wir sind hier wirklich voll und ganz im Wasserelement. Ja. Höchstes Yin und Wasserelement, höchstes Yin, was macht das? Das führt zu Erstarrung. Die Situation ist eine voll und ganz erstarrte Situation. Jetzt, wenn wir das mit den Elementen erklären wollen, ich hoffe, ihr habt alle mehr oder weniger Ahnung, wie so die fünf Elemente Darstellungen sind. Da habe ich jetzt nämlich nicht viel eingeführt, aber mal vom Prinzip her, ja, wir haben das Wasserelement, das höchste Yin, das durch den Winter repräsentiert wird und Angst wird dem Wasserelement zugeordnet. Auf das Wasserelement folgt das Holzelement. Das Holzelement repräsentiert den Frühling, ja, hat mit aufsteigender Energie, Lebensfreude etc. zu tun. Jetzt, wenn unser Wasserelement völlig erstarrt ist, dann hat das eine Folgewirkung in der Fütterung. Ja, also Wasser wird Holz überfüttern in dem Sinne, dass wir sagen können, Angst führt zu Anspannung. Ja, die freie Zirkulation des Lebens, Qi könnte ich fast sagen, unsere Lebensenergie, die Qi-Zirkulation komplett im Körper wird beeinträchtigt und wird stagnieren. Also das ist das, was wir sagen können. Ja, Angst führt zu Anspannung. Eine Verspannung, die sich vor allem im Holzelement zeigt, beziehungsweise in den entsprechenden Organen, Leber und Gallenblase. Dann von Holz geht das weiter zu Feuer, denn Holz füttert Feuer. Ja, diese Anspannung im Holzelement, ja, diese Blockade in Leber und Gallenblase, wird sich auf das Feuerelement auswirken und zwar dort zu einer Shen-Störung führen. Ja, dem Feuerelement ist vor allem das Herzen zugeordnet und Shen ist quasi dieses Geisteswesen, das dem Herzen zu eigen ist, meist übersetzt als Bewusstsein. Ja, Shen ist unser Bewusstsein, hat mit unserer Geistesklarheit zu tun. Ja, also diese Problematik vom Holzelement auf das Feuerelement übergreifen, diese Anspannung wird zu einer Shen, einer Bewusstseinsblockade, Trübung, Störung führen. Die wird sich auf unsere Herzenergie auswirken. Und ich habe euch auch gleich schon Beispiele dafür gebracht. Das ist das, was wir sehen können. Und ich halte mich damit kurz. Ja, da könnte man bestimmt noch erweitern. Wenn wir uns jetzt allein nur diesbezüglich die Folgen des Lockdowns anschauen, ja, können wir sagen, Angst führt zu Verspannung, also wir sind jetzt voll im Holzelement, Konflikten, Gereiztheit, Aggression. Bei Frauen kann sich das äußern in prämenstruellen Störungen, in Regelschmerzen, menstruelle Schmerzen, Unregelmäßigkeiten auch bei der Regel. Personen, die empfindlich mit dem Magen sind, da sehen wir direkt den Angriff auch von Holz auf die Erde. Es kann zu Gastritis kommen, Bauchschmerzen, Magenreizungen bis zu Geschwüren. Dann weiterreichend, ja, ich werde jetzt nicht ganz genau erklären, wie, weshalb und warum, wie hier die Versorgung ist, aber viele von euch wissen das bereits. Der nächste Punkt ist nämlich, dass Zentralnervensystemstörungen dazukommen können, weil gerade auch vom Holz her das Gallenblasenmeridian über die Seiten des Kopfes auch regiert und herrscht. Migräne, Schwindel, Bluthochdruck etc. Ja, bestimmt noch vieles mehr können wir jetzt verstärkt sehen als Folgen des Lockdowns.
können wir sagen. Zudem kommt noch, das werde ich dann gleich auch noch erläutern, dass das Ganze, diese Fülle im Holzelement auch noch der Energie des Jahres entspricht. Also wir haben dieses Jahr ohnehin ein Jahr, in dem Leber und Gallenblase, besonders die Gallenblase, in einem Füllezustand ist. Und diese Anspannung jetzt, die da dazu kommt, macht es nicht einfacher, vor allem für Personen, die ohnehin zu solchen Problematiken neigen. Dann können wir es einen Schritt weitergehen, ist quasi die Auswirkung von Anspannung, also vom Holzelement auf das Feuerelement, auf das Herzen. Was nun dazu kommt, sind Panikzustände, ja, unter denen viele Personen mehr denn je leiden, Herzklopfen, Schlafstörungen. Ja, also Schlafstörungen als ganz großer Auslöser für Angst und Unsicherheit, aber eben nicht direkt, sondern von der Niere über das Holzelement zum Herzen, und Depressionen. Ja, viele Personen sind jetzt in der Situation, wo sie völlig verzweifelt und depressiv sind und nicht wissen, wie es weiterkommt. Ja, also da braucht man teilweise vielleicht auch wirklich qualitativ wichtige, kompetente Betreuung. Ja, ist die Frage, ob Ernährung allein ausreicht. Da braucht man oft Gesprächstherapie. Und es gibt da wirklich auch Möglichkeiten und Anleitungen, um da entgegenzuwirken und einen Ausgleich zu schaffen. Andererseits können wir die Corona-Zeit auch als Chance betrachten. Ja, das habe ich erstmal so ein bisschen die negative Seite erwähnt. Die kennt ihr. Ja, ich denke, wir sind alle mehr oder weniger durch so wellenartige Zustände, ja, geschlittert, würde ich fast sagen, geschwommen, getragen worden, ja, von der Unsicherheit aus, dieses nicht planen können. Ja, und wenn ich da mal betonen möchte, die Problematik des nicht planen können, der Unsicherheit, ist ja nicht nur, dass wir nicht wissen, ob unser Sommerurlaub stattfinden kann, ja, ob mein Seminar nächsten Monat stattfinden kann oder nicht. Das ist harmlos im Vergleich zu ganz vielen, die wirklich an ihre Grenze kommen, die nicht wissen, wie sie finanziell überleben werden, wie sie ihre Familie ernähren können, wie sie das beruflich hinbekommen. Ja, also das ist natürlich, also die negative Seite, die Schattenseite, ja, Yin und Yang haben immer mit einer Schattenseite und einer Sonnenseite zu tun. Also die Schattenseite ist natürlich sehr, sehr heftig. Jetzt aber trotzdem als Chance, weil wir hatten jetzt ja viele Wochen Zeit. Es war nicht eine Woche, es sind nicht zwei Wochen, es sind jetzt doch schon viele, viele Wochen, oder es gab viele Wochen des Rückzugs in Deutschland immer noch. In Österreich hat sich jetzt endlich alles ein bisschen aufgelockert. Aber Corona-Zeit als Chance ist, uns wirklich auch aufzuzeigen, ja, diese Konfrontation mit uns selbst, also auch die Grenzen, an die wir gekommen sind, ist eigentlich eine Grenze unseres Selbst, ja, wenn unsere üblichen Ablenkungsmechanismen nicht mehr vorhanden sind. Ja, wir können nicht einfach ausgehen oder konnten nicht. Wir konnten nicht einfach shoppen gehen. Ja, wir waren zu Hause. Wir konnten uns nicht bei der Arbeit mit Kollegen austauschen. Ja, also diese ganzen Ablenkungsmechanismen, die für uns eigentlich so üblich und normal sind. Also dieses vor uns selbst auch weglaufen. Das war sehr stark reduziert oder kaum noch möglich. Ja? Und diese Konfrontation dann mit einem selbst, mit sich selbst, kann schmerzhaft sein, aber auch so kann man sehr viel über sich selbst erfahren. Ja, also man kann sehr viel daraus lernen, und zwar ganz Wesentliches und Wichtiges lernen. Nämlich wirklich an den Punkt zu kommen, wo man sieht, also was haben wir jetzt vermisst, was vermissen wir, was fehlt uns nicht, also was ist auch die schöne Zeit des Zuhause-Seins, ja, das weniger gestresst sein, weniger Zeitdruck haben. Da muss ich jetzt natürlich die Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger etc. ausklammern. Ja, es gibt natürlich, Entschuldigung, Menschen, die haben jetzt mehr denn je arbeiten müssen unter ganz schwierigen Bedingungen und unter sehr viel Anspannung. Ich gehöre zu denen, die eher ruhig gestellt waren, wie viele andere auch. Also an den Punkt zu kommen, was ist wesentlich, was ist unwesentlich, was ist uns wichtig oder was ist uns eigentlich gar nicht wichtig. Ja, es war doch erstaunlich zu sehen, dass so viele meinten, ja, das Einkaufen fehlt ihnen gar nicht.
obwohl es am Wochenende hier in Wien schon Stau vor den großen Einkaufszentren gab. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Was fehlt uns am Äußeren? Was ist uns wichtig am äußeren Ding, die wir machen können? Oder dann wirklich an inneren Werten? Denn eigentlich waren wir in dieser Rückzugszeit ja ganz stark auch auf innere Werte gerichtet oder mit inneren Werten konfrontiert. Familie, Beziehung, ja, vielleicht klagen wir oft über unsere Eltern, weil sie uns stressen, aber jetzt konnten wir sehen, wie wir sie vermissen, wie es uns fehlt, wenn wir nicht bei ihnen sein können, kein Mahl gemeinsam teilen, wenn die Erde so ein bisschen wegfällt. Ja, und dann vor allem die Feststellung, dass wir eigentlich alles haben, was wir brauchen, oder? Was haben die meisten von uns gemacht? Die meisten, die Zeit hatten, mehr Zeit als sonst, haben geräumt, man hat einen Kleiderschrank sortiert, man hat einen Keller, Speisekammer ausgeräumt, man hat geräumt und festgestellt, dass es so vieles gibt, was man nicht benötigt und festgestellt, dass man ja eigentlich alles hat, ja? Dass uns gar nichts fehlt. Und dadurch konnten wir es auch wieder erfahren, dass Konsum keine wahre Befriedigung schenkt. Ja? So eine wahre Befriedigung, die finden wir wo ganz anders, die liegt wo ganz anders, die können wir nicht außerhalb von uns finden. Ja? Und dementsprechend könnte man sagen, Corona-Diät, eigentlich diese Quarantäne, Corona-Diät ist ein geistiges Abspeckungsprogramm. Ja? Wirklich zu schauen, was braucht man nicht, was möchte man nicht, was ist einem wichtig, was ist einem weniger wichtig. Und das ist doch ein ganz, ganz wundervoller Prozess, ja? Dinge wieder zu schätzen. Wenn man Zeit hatte, ja, hatte man die Zeit mehr für Essentielles, ja, Meditation, Qigong, Tai Chi, Yoga, Lesen, ja, Dinge, die man ständig machen möchte, zu denen man gar nicht kommt. Also Dinge, die einen auf das Wesentliche, auf die Zeitlosigkeit des Geistes zurückführen. Und vor allem auch die Quarantänezeit, ja. Also das hatte ich vorher schon ein bisschen erwähnt, ja, dass viele im Äußeren Ordnung geschafft haben. Aber wenn man im Äußeren Ordnung schafft, kommt auch mehr Klarheit ins Innere, also Äußere wie innere Ordnung. Und dadurch wird unsere Wahrnehmung geschärft. Ja. Die Sinne, alle Sinne werden dadurch eigentlich aktiviert. Und man ist viel sensibler und wahrnehmbarer für Schönes und Wundervolles. So die einfachen Dinge des Alltags, der Natur, der Umgebung, an der wir einfach ständig vorbeirennen, es nicht sehen, es nicht wahrnehmen, weil wir so sehr in unserem Film sind und ständig etwas zu tun haben und machen müssen. Ein ganz hübsches Beispiel. Ich war spazieren im Park, kommt mir eine Mutter mit ihrem kleinen Kind entgegen. Und sie schaut mich an, strahlend, und sagt, ist dieser Frühling nicht wunderschön? Und sagt, dieser Frühling ist schöner als alle anderen. Sie könne sich nicht erinnern, wann das letzte Mal ein Frühling so schön war. Und ich fand das so, so berührend, weil ich fest davon überzeugt bin, Frühling ist immer schön. Jeder Frühling ist wundervoll. Jede Jahreszeit hat ihr Besonderes und ihre Schönheit. Aber die Wahrnehmung ist anders. Ja, man hat Zeit mit seinem Kind den ganzen Tag. Also sobald das Wetter schön ist, darf man zum Glück, ja, in Italien war das jetzt sehr heftig, darf man zum Glück spazieren gehen und kann einfach an den Blüten duften und die Schönheit der Natur genießen. Also man nimmt und sieht einfach auch wieder sehr vieles, was einem sonst gar nicht so aufgefallen wäre. Ich möchte ein paar Worte zum Metallrattenjahr sagen. Einfach nochmal so für das Grundverständnis. Ja, einige von euch wissen es, haben es entweder in einem Newsletter gelesen von mir oder in einem Podcast gehört oder ihr habt selbst das Wissen darüber. Aber es ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage und irgendwie fast schon erschreckend, wie zutreffend zu diesem unerwarteten Epidemie geschehen, ja, dass wir eigentlich gar nicht vorahnen konnten, als wir uns zu Jahresbeginn ein bisschen angeschaut haben, was dieses Jahr so mit sich bringen wird. Also diese astrologischen Einflüsse, die das Metallrattenjahr mit sich bringt. Ja, ich versuche es kurz zu fassen. Das Hexagramm des Jahres ist das Hexagramm Nummer 42. Und
funktioniert, glaube ich, nicht gut mit meinem Laser. Ich lasse es weg. Also das Hexagramm Nummer 42 besteht aus einem unteren und einem oberen Trigramm und beides sind Holztrigramme. Und wenn man Hexagramm anschaut, kann man es auch zerlegen. Und mit der Maus funktioniert es wahrscheinlich, ja. Und uns, man kann, hat dann auch innere Trigramme. Das ist kein I Ching-Unterricht, aber man schaut immer, was zeigen die äußeren Trigramme und dann gibt es noch innere Trigramme. Und was für dieses Jahr eben gültig war, ja, ist die Mehrung. Ihr könnt es auch gerne in euren I Ching-Büchern nachlesen, wenn ihr es nicht ohnehin schon kennt, ist das äußere Trigramm. Das obere ist das Windtrigramm, das entspricht der Leber. Das untere Trigramm ist das Donner-Trigramm und das Donner-Trigramm entspricht der Gallenblase. Also wir haben in diesem Jahr, es ist ein Rattenjahr, die Ratte gehört ohnehin zur Gallenblase, ja, die Gallenblase und Ratte sind nicht voneinander zu trennen. Wir haben ein Gallenblasenjahr, aber das Jahreshexagramm enthält auch die Leber mit dabei. Also wir haben eine doppelte Holzenergie in diesem Jahr, die sehr, sehr stark und dominant ist. Deshalb gilt vor allem für Personen, die energetisch, konstitutionell zu einer Fülle in Leber und Gallenblase neigen, dass die sehr, sehr vorsichtig sein sollen und darauf achten sollten, einen Ausgleich zu schaffen. Beziehungsweise eine Holzenergie, Leber und Gallenblase, das ist die Kraft des Frühlings, also eine unwahrscheinliche Kraft, die es eigentlich auch zu nutzen gilt. Ja, das war die Prognose, nur war nicht ganz klar zu Beginn des Jahres, in welcher Weise es zu Erneuerung, zu Neubeginn kommt, in welcher Weise wir diese Energie nutzen könnten, sollten. Und in letzter Zeit hat man eher das Gefühl gehabt, dass alles stagniert. Dann, wenn wir jetzt noch die inneren Trigramme anschauen, weil die sind ganz wichtig, dann das ist immer das Verborgene, das Wesentliche. Aber das im Inneren von diesem Jahreshexagramm haben wir zweimal Erde. Ja, wir haben in einem inneren Trigramm den Berg, der dem Magen zugeordnet ist, also Erde Yang. Und in einem anderen inneren Trigramm, im oberen, haben wir Erde, Entschuldigung, umgekehrt, das untere ist Erde, ja, das Muttertrigramm, das die Milz repräsentiert. Also im Inneren haben wir eine Doppelerde. Das heißt im äußeren Holz, im Inneren Erde. Und wenn wir das gesundheitlich beurteilen wollen, ja, gibt es schon einige Empfehlungen oder Punkte, auf die man achten sollte. Ja, grundsätzlich Achtung, starke Holzenergie. Ja, dass Personen da schön entgegenwirken, wenn sie ohnehin dazu neigen. Das bedeutet nämlich, Entspannung ist extrem wichtig, ja, weil Holz neigt dazu, sich zu verausgaben. Und wenn zu viel Qi im Holzelement ist, ist sehr, sehr häufig Verspannung die Folge. Dann ist es aber auch eine Zeit der Erneuerung und des Aufbruchs. Ja, ist die Kraft des Frühlings, ja, die dem Holz zu eigen ist. Eine Zeit des Neubeginns, die es eigentlich zu nutzen gilt. Ich habe einen Moment gebraucht, aber ich bin inzwischen wirklich überzeugt davon, dieser Neubeginn, den wir oft in Äußerem erwartet haben, ja, um neue Geschäfte zu starten, um neue Öffnungen, um Veränderungen herbeizuführen. Ja, auch ich war primär von äußeren Veränderungen ausgegangen, aber so Neubeginn, Erneuerung, letztendlich fängt ja immer im Inneren an. Und ich glaube, das, was jetzt passiert ist in den letzten Wochen, ist nicht zu unterschätzen. Es ist ganz viel Neues. Es ist ein Neubeginn. Ja, man kann die Welt mit anderen Augen sehen und mit ganz neuen und anderen Werten und Eindrücke in diese Welt hinaus. Dann die doppelte Holzenergie wird mit der Kraft der aufgehenden Sonne verglichen. Also ich denke, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ja, das ist die Energie des Jahres. Zusätzlich mit der doppelten Erde, die im Inneren verborgen ist, haben wir eine große Anfälligkeit für Nässe-Problematik. Also die Kombination von Holz außen, Erde innen, heißt Nässe-Ansammlung im Inneren, Beachtung mit allem, was feuchte Hitze und Schleimhitze in der Gallenblase braucht.
produziert. Und dementsprechend waren auch die allgemeinen Ernährungs- und Kräuterempfehlungen für dieses Jahr ausgerichtet oder Akupunkturempfehlungen natürlich auch. Und zusätzlich haben wir eben Metallrattenjahr. Dieser Metalleinfluss konnte so interpretiert werden, es ist ein Angriff von Metall auf Holz, denn Metall kontrolliert Holz. Metall wird repräsentiert durch Wind, durch pathogene Einflüsse, beziehungsweise weil es zusätzlich noch ein Yang-Aspekt dazukommt, also eine Gefahr für Infektionskrankheiten, die sich mehr als bewahrheitet hat. Ja, es ist sogar herausgestellt worden von jemandem, der ein bisschen zurückgerechnet hat, das astrologische überprüft hat, also alle großen Epidemien der letzten mehr als Jahrzehnte, es geht weit zurück, haben fast immer in einem Metalljahr stattgefunden. Ist nicht immer nur bei Metallratte, aber doch sehr interessant. Ja, das Metall bringt eine gewisse Gefahr von Infektionskrankheiten mit sich. Und das ist in diesem Jahr furchtbar zutreffend. Und in der Vergangenheit war es auch schon häufig der Fall. Dann die Ernährungsempfehlungen mache ich hier ganz kurz, ja, weil dann komme ich mehr auf das kommende und unseren speziellen Corona-Sommer zurück. Also die allgemeinen Empfehlungen war Bitterstoffe verwenden, ja, weil man mit Bitterstoffe die Galle entlasten kann, das Gallen-Qi durchgängig machen kann, ja, also quasi Hitze und Qi-Stau aus dem Holzelement nehmen kann. Ja, die Empfehlungen waren, viele Salate zu essen, auch Rohkost zu essen und so etwas wie Artischocken zu denken. Da kommt jetzt erst die Zeit, ja, bald geht's los. Dann war die Empfehlung, und die ist auch absolut noch gültig, dass man an scharf kühlen denken sollte. Ja, weil Metallholz kontrolliert, also was Scharfes, aber scharf kühlendes, kann Hitze und Feuer oder Stau im Holzelement quasi kontrollieren. Pfefferminze zum Beispiel oder Nahrungsmittel, sowas wie Radieschen. Ja? Wir haben ein paar Gemüse wie Kresse oder Rettich, ja? Die scharf kühlend sind. Ja, und das ist sehr, sehr wohltuend, vor allem für die Gallenblase, Hitzezustände im Holzelement, im Allgemeinen Feuerzustände. Dann galt es, auf scharf-heiße Speisen zu verzichten oder diese zu vermeiden, vor allem Knoblauch, ja, weil Knoblauch die Galle erhitzt. Grundsätzlich nichts Gebratenes und Frittiertes, weil man damit viel feuchte Hitze und Schleimhitze in der Galle oder überhaupt im Holzelement erzeugen kann. Keine Wurst, kein Schweinefleisch etc. Ja, also das waren so ein bisschen die Empfehlungen, die man schon dem Jahr voraus prognostiziert hat. Und die müssen wir jetzt ein bisschen anpassen. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, die Jahresempfehlungen sind extrem zutreffend, auch für diese Zeit, die Corona-Zeit. Und sie bilden auch eigentlich das Fundament, ja, der Anti-Corona-Diät. Also es gilt wirklich darauf zu achten, sich an die allgemeinen Empfehlungen zu halten, mit einer Einschränkung. Ja. Und zwar ist Vorsicht geboten für alle die, die eben nicht zu Feuerzuständen neigen. Ja. Also die Empfehlungen für ein Jahr sind ja allgemein gültig und sie sind nach wie vor gültig, vor allem für Personen, die grundsätzlich konstitutionell zu Hitze und Qi-Stau am Holzelement neigen, aber alle anderen, ja, die eher ein schwaches Nierenyang haben, ein schwaches Milz-Qi haben, da ist doch jetzt wirklich eine Einschränkung da, von vornherein, aber nun doch nochmal im Besonderen, auch wegen dem Aspekt, dass wir in keinem Falle unsere Immunität schwächen sollten. Also es gilt grundsätzlich Bitterstoffe und Rohkost, Fasten und Kuren können das Milz-Qi verletzen, unsere Verdauungsenergie verletzen und damit auch unsere Immunität schwächen. Also Immunität hat ihren Ursprung im Nierenfeuer, im Nierenyang, wird versorgt über das Milz-Qi und im Weiteren verteilt über die Lunge, ja, über das Lungen-Qi an die Oberfläche gebracht. Und die Vorsicht oder Einschränkung ist nur, ist auch was die Frühjahrskur betrifft, wenn wir oft sagen, eine Löwenzahnkur ist geeignet, auch um Hitze, Schleim, Hitze und Feuer aus der Galle zu leiten. Aber so in diesem Jahr, ja,
Vorsicht, ja, da muss man schon genau drauf achten, wer sowas verträgt und wer nicht. Also das ist ein bisschen reduziert, die Empfehlung. Dann gehen die Meinungen jetzt natürlich voll und ganz auseinander. Und das ist auch gut so, das ist das Schwierige. Ja, also es gibt natürlich ganz viel Unsicherheit, es gibt Verschwörungstheorien, es gibt wahrscheinlich bald eine Impfpflicht. Also viele von uns hadern mit großer Sicherheit an dieser Situation. Und ich möchte da gar nicht darüber sprechen. Ihr habt eure Meinungen dazu, ich habe meine Meinung dazu. Keiner weiß so richtig, was wirklich Sache ist. Aber jetzt ganz konkret gehen die Meinungen auseinander in dem Sinne, dass viele davon überzeugt sind, dass es zu einer zweiten Welle kommen kann. So nach dem Motto, ja, also Sommer ist keine Grippezeit. Sommer ist jetzt einfach eine Zeit, wo Ruhe eintreten wird. Die Infektionsgefahr ist nicht so hoch. Hingegen könnte es im Herbst zu einer zweiten Welle kommen. Ich will es nicht ausführen, was da teilweise prognostiziert wird. Ihr habt das selbst gehört, ihr wisst das selbst. Ich möchte es nicht noch mehr Angst machen, aber das war ein bisschen der Punkt, wo ich mir dachte, worauf können wir eben in diesem Sommer ganz besonders achten? Oder was können wir tun, um uns vor so einer zweiten Welle zu schützen? Weil das reicht nicht, dass wir im September oder Oktober damit anfangen würden, wenn es womöglich wieder die ersten Fälle gibt und die Zahlen wieder in die Höhe steigen, sondern wir sollten jetzt die Zeit nutzen, uns zu schützen. Und dementsprechend wollte ich das auch Anti-Corona-Diät nennen. Also was können wir tun, um uns zu schützen, um unseren Organismus so vorzubereiten, dass gar keine Anfälligkeit besteht. Also wir wissen, es sterben Menschen, ganz klar. Aber es infizieren sich auch so viele Menschen, die überhaupt gar keine Symptome aufweisen. Ja. Somit ist das natürlich schon ein Punkt. Dann wissen wir, also die Schwächen als Personen mit Lungenschwächen, Umweltverschmutzung etc. Natürlich gibt es da viele Aspekte, gesundheitliche Grundmuster, energetische Muster, die vielleicht eine Anfälligkeit begünstigen oder ein schweres Krankheitsbild begünstigen können. Aber mal so grundsätzlich für uns, mehr oder weniger Gesunden auch, was können wir jetzt tun? Und zwar der Punkt ist vor allem, dass wir darauf achten, dass wir keine Nässeansammlung im Inneren verstärken. Denn für die von euch, und das werden viele sein, die sich schon auskennen mit den Grundideen der TCM-Diätetik, ja, das gilt ja, dass man sich saisonal und regional ernähren soll. Und das ist völlig korrekt, auch in diesem Sommer korrekt. Das heißt, im Sommer, wir essen mehr Früchte, wir essen mehr Salate, wir essen mehr Kaltes, mehr Rohkost, viele natürlich auch mehr Eiscreme, viele trinken eiskalte Getränke, verwenden gern Eiswürfel. Und das ist jetzt so genau der Punkt, auf den wir achten müssen. Also diesen Sommer und nicht am Ende des Sommers, feuchte Hitze im Körper zu haben, denn der Punkt ist ja immer im Sommer, wenn es heiß ist, ja, und man schwitzt, man verliert ja Wärme und zudem ernährt man sich yinnig, was auch korrekt ist, aber am Ende des Sommers haben wir alle mehr oder weniger Nässe und Kälte im Inneren unseres Körpers angesammelt. Und die Nässe, Kälte ist grundsätzlich ganz häufig die Ursache dafür, dass es so klassische Sommergrippen gibt, dass es Durchfallerkrankungen nach dem Sommer gibt. Da gab es auch letztes Jahr nach dem Sommer sehr viele Fälle. Und diese Nässe im Inneren, auf die sollten wir dieses Jahr eben ganz besonders achten, weil das ist auch genau diese Nässe, die eine Corona-Infektion verstärken könnte, beziehungsweise das Krankheitsbild verschärfen könnte. Denn es ist eine feuchte Hitzeproblematik bei allen Fällen vorhanden. Ja, also auch die Infektion wurde durch ein feuchte Hitzeklima quasi gefördert.
Und für Personen, die feuchte Hitze im Inneren haben, ist die Anfälligkeit auch immer größer, beziehungsweise Nässe im Inneren, da kommt ein Toxin dazu, das Resultat ist feuchte Hitze, feuchte Toxine etc. Also eigentlich ganz einfach ausgedrückt, Anti-Corona-Diät heißt das Milz-Qi unterstützen. Ja? Unterstützen bedeutet es vor allem nicht zu verletzen. Die Verdauung zu optimieren, ja, damit quasi keine Nässe liegen bleibt, damit alles ausgeschieden wird, was unser Organismus nicht benötigt. Nässeansammlung vermeiden, ja, indem man vorsichtig ist mit stark befeuchtenden Nahrungsmitteln. Und aber auch feuchte Hitzeansammlung vermeiden. Da sind wir auch mehr wieder bei den allgemeinen Empfehlungen des Jahres. Nichts Gebratenes, nichts Frittiertes. Zusätzlich, ja, um unser Blut reinzuhalten, ja, weil so eine Infektionskrankheit und gerade die Covid-19, das ist etwas, was ganz tief im Körper geht, das versteckt sich oder quasi das Monster sitzt oder erreicht sogar die Blutebene. Und da können wir ein bisschen darauf achten, dass unser Blut nicht zu heiß wird, dass wir unser Blut erfrischen, dass wir unser Blut nicht erhitzen. Dann gilt es, Qi-Stau zu lösen, ja, das Holzelement zu entspannen, was nicht einfach ist in der derzeitigen Situation, aber das ist wirklich die Kunst, darauf zu achten, dass keine Stase im Holzelement verstärkt wird, denn das ist die Energie des Jahres und Qi-Stagnation führt zu Hitze und Feuer und Anspannung, wird es die freie Zirkulation des Qis im Weiteren blockieren, was sich dann auch wieder negativ auf unsere Immunität auswirken könnte. Und nicht zu vergessen, also last but not least, der Schlaf. Ja, gerade wenn der Geist sehr unruhig ist, viele Emotionen da sind, Sorgen, ja, einfach Emotionen, ja, die rauben uns recht schnell den Schlaf. Ja. Deshalb, wenn wir hier irgendwie begleitend noch darauf achten, dass unser Schlaf erholsam ist, genügend Schlaf bzw. tiefer oder erholsamer Schlaf, das wäre noch ein ganz wichtiger Punkt. So, um das Milz-Qi nicht zu verletzen, das ist ein ganz einfaches Prinzip, denn das sind die ganz allgemeinen TCM-Regeln und Empfehlungen, die eigentlich fast für jeden gültig sind. Keine, oder ich habe geschrieben, Vorsicht mit, das klingt immer ein bisschen milder als keine oder verboten oder absolut zu vermeiden. Ja, und natürlich werden wir Ausnahmen im Sommer machen. Alles, was zur Entspannung führt, ist auch richtig und wichtig, aber vielleicht nicht zu oft. Ja, besser andere Möglichkeiten für Entspannung zu suchen, als es stetig mit Eiscreme zu versuchen. Ja, also keine eisgekühlten Getränke, keine Eiscreme, kein, ich sage jetzt nicht kein, wenig Bier, ja, wenig eisgekühltes Bier, ein bisschen weniger als sonst diesen Sommer. Rohkost, natürlich essen wir im Sommer auch Rohkost, aber hier sollten wir mit der Menge vorsichtig sein. Natürlich vor allem, wenn unser Milz-Qi schwach ist, wenn wir wissen, wir haben sehr viel Feuer und Hitze im Körper und eine starke Verdauungsenergie, werden wir Rohkost gut vertragen, ja, dann müssen wir uns nicht so sorgen. Tomaten, Gurken, vor allem Tomaten, weil sie auch sauersüß sind und so viel gegessen werden, Gurken, Paprika als Rohkost, ja, gekocht ist es wieder anders. Vorsicht mit Smoothies, nur ab und zu. Überhaupt Achtung mit dem bitteren Geschmack. Ja, da kommen wir zu den Blattsalaten und zusätzlich noch die gegorenen Milchprodukte wie Joghurt und Quarkspeisen. Ja, das wären jetzt mal so die wichtigsten Punkte. Die Dinge, die wir reduzieren sollten oder nur in geringer Menge oder wirklich ausnahmsweise, weil es uns freut, zu uns nehmen sollten, außer wir wissen, wir haben ausreichend Hitze im Körper, dann ist das kein Problem. Dann, um Nässeansammlung zu vermeiden, kommen zusätzlich, das liegt sehr nah beieinander, aber noch die stark befeuchtenden Nahrungsmittel mit dazu, die wir eher reduzieren sollten. Ja, ist ganz klassisch natürlich Süßigkeiten, also mit Zucker können wir sehr schnell Nässe im Körper produzieren. Dann Milchprodukte sind so das Nächste, ja, vor allem die sauren Milchprodukte oder zu viel Milch, kalte Milch. Na, Käse ist es fast mal ein bisschen sekundär.
Weizendinkel rocken. Auch da, ich sage nicht, dass ihr gleich glutenfrei leben müsst oder dass ihr gar kein Weizendinkel rocken zu euch nehmen solltet. Aber es ist doch ein Punkt auch, mit dem man dieses Jahr ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Auch hier würde ich reduzieren, ja, weil man damit einfach sehr schnell Nässe im Körper erzeugt. Vor allem dann in Form von frischem Brot, ja, also zu viel Brot, frisches Brot, Vollkornbrot, ein Übermaß an Nudeln, jetzt meine ich Weizennudeln, ja, keine Reisnudeln oder keine Buchweizennudeln, da haben wir sehr viel Auswahlmöglichkeit, auch mit Hülsenfrüchtennudeln inzwischen, ja, es gibt Linsennudeln, es gibt Schwarzreisnudeln, es gibt da ein riesiges Sortiment, ja, wenn wir nur danach schauen. Und Knödel, ja, das muss ich sagen, weil ich in Österreich bin. Ja, es gibt so viel köstliche Knödel natürlich, süß wie salzig, aber da ein bisschen vorsichtig sein und grundsätzlich auch achtsam sein, wenn es darum geht, mit Soßen zu kochen. Weil alles, was mit Soßen, also Soßen, die mit Maischena, mit Bindemittel angedickt wurden, fettig sind oder mit Sahne zu bereitet, Rahm, Creme fraiche etc., ist alles etwas, was eigentlich unsere Verdauungsenergie verlangsamt und das Resultat davon ist eine verstärkte Nässeansammlung, also Schweregefühl, Trägheitsgefühl. Ich habe jetzt die Symptome gar nicht erwähnt, die dazugehören, Übelkeitsneigung und so weiter. Dann, was können wir tun, um Bluthitze vorzubeugen? Also etwas, was direkt Bluthitze erzeugen kann, sind zum einen scharf heiße Nahrungsmittel und Gewürze, aber scharf ist ja doch immerhin der Botschaftsgeschmack fürs Metallelement, hingegen sauer ist der Botschaftsgeschmack fürs Holzelement und Leber gleich Blut, ja, ihr kennt das, das mit was Sauerem, Heißen bringt man sofort und direkt Hitze ins Blut oder in die Blutebene. Ja, da haben wir vor allem, ich habe es hier in der zweiten Linie mit aufgeführt, Tabasco. Ja, so, also die Mischung, die wirklich was von Essig und Chili, das ist was Heftiges. Ja, also für Personen mit Hautausschlägen ist es eine Katastrophe. Also aber allgemein kein Chili, kein Tabasco, kein Sambal Olle, Carissa, alles was es so an extrem scharfen Dingen gibt, die das Blut erhitzen. Auch Knoblauch gehört schon hier mit zu etwas, worauf man achten sollte. Dann im Besonderen aber Meeresfrüchte, also Krevetten, Shrimps, Muscheln, vor allem dann noch im Knoblauch mariniert mit Rotwein dazu. Ja, das wäre, oder Chili, Shrimps mit Knoblauch gebraten und frittiert. Sowas ist eine Katastrophe. Ja, damit erzeugt man sofort Bluthitze und feuchte Hitze im Blut. Und jetzt zu Zeiten, in denen man sich vor Infektionen schützen möchte, ist es besser, das Blut quasi rein zu halten. Ja, also dafür zu sorgen, dass keine Hitze, feuchte Hitze oder Toxine ins Blut gelangen. Leider muss ich da auch den Alkohol erwähnen. Das mit dem Alkohol ist gar nicht so einfach, da das richtige Maß zu finden, denn Alkohol entspannt. Ja, ich habe da jetzt noch keine Zahlen davon gehört, aber ich bin mir sicher, in vielen, vielen Haushalten, ja, ist der Alkoholkonsum in den letzten Wochen nicht weniger geworden, sondern eher mehr, weil es so ein Bedürfnis war, sich zu entspannen. Ja, vor allem zu Beginn der Krise, das weiß ich hier von dem Bioladen gleich, wo ich wohne, es wurden ganz viele Süßigkeiten gekauft. Also das war auffallend, also das Bedürfnis, sich mit Süßigkeiten zu entspannen, war da. Aber das andere, wozu man unbewusst greift, ist oft Alkohol. Also dementsprechend, was die Bluthitze betrifft, also ein bisschen Entspannung ist wichtig, aber zu viel ist dann je nach auch nicht so geeignet. Da ist immer die Frage, das Mittelmaß, wo liegt das? Aber es ist vor allem scharfer Alkohol, also scharfer, hochprozentiger, Schnaps, Wodka, Whisky, ja, etwas in der Weise, was direkt Bluthitze erzeugen kann, was hier nicht geeignet ist. Und es gehört schon auch der Rotwein ein bisschen mit dazu. Also Rotwein hat schon was sehr Sinnliches, ja, geht schon auch ins Blut, ja, nicht nur von der Signatur her, nicht nur von der schönen Farbe her.
Dann um feuchte Hitzeansammlung zu vermeiden, da müssen wir vorsichtig sein mit den gebratenen und frittierten Speisen, mit Wurst allgemein und Schweinefleisch im Besonderen, ja, weil es stark befeuchtet, eine sehr träge Natur hat und bei der Wurst auch noch wegen den Gewürzen, wenn man das Ganze noch anbrät oder mit Soßen kombiniert, ja, dann ist das schon etwas, womit wir schnell feuchte Hitze im Körper erzeugen können. Eben fettige Soßen, auch sowas wie Nusssoßen, Erdnusssoßen, natürlich Sahnesoßen etc. Gebratenes, und da gilt jetzt bei Knoblauch, Lauch, Zwiebeln, da setze ich jetzt alle drei hier mit in die Reihe, vor allem aber gebraten oder frittiert. Ja, da können Knoblauch, Lauch, Zwiebeln sehr schnell feuchte Hitze im Verdauungstrakt auslösen und Knoblauch nach wie vor ganz besonders in der Galle, ja. Knoblauch gebraten oder frittiert führt zu Schleimhitze in der Gallenblase. Was die Alkohole betrifft, hier auch, ja, das sind jetzt vor allem die süßen Alkohole. Einerseits können wir sagen, alle Alkohole werden in der Leber abgebaut und können dadurch komplett, ja, durchweg alle Sorten zu feuchter Hitze in der Leber führen. Wie wir auch wissen, Alkohol kann zum Fettleber führen. Aber jetzt so speziell und direkt sind es vor allem die süßlichen Alkohole, süßer Wein, Cocktails, Liköre. Und noch etwas, was viele auch täglich zu sich nehmen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und sich nichts dabei denken. Aber es ist ganz im Besonderen, was die Galle und das Zentralnervensystem betrifft. Ja, die Kombination von Kaffee mit Milch oder Kaffee mit Sahne oder Kaffee mit Fett, eben Cappuccino, Kaffee Latte oder auch mit schwarzen Tees und dicker, fettiger Milch oder Sahne und Gewürze dabei, auch sowas wie ein Chai, das ist etwas, was vor allem die Galle sehr stark strapazieren kann. Ja, so Personen, die zu Migräne und Schwindel neigen, richtig auch Migräne, mit Übelkeit, die wissen das oder die können oft wirklich auch einen Zusammenhang feststellen, wenn sie darauf achten. Also das wollte ich hier in dieser Auflistung noch mit betonen und erwähnt haben. Und wenn wir das Ganze auf einen Punkt bringen, es geht, das habe ich nur erwähnt, worauf man verzichten soll oder worauf man achten soll. Es geht ja auch darum, also was sollten wir denn dann bevorzugt zu uns nehmen oder worauf können wir achten? Es ist eigentlich ziemlich einfach als Regel, ja. Und da brauchen wir uns nur Länder, in denen tropisches Klima herrscht oder Länder, die vertraut sind mit feucht-heißem Klima, da brauchen wir uns anschauen und daran können wir uns Beispiel nehmen. Ja, also viele von euch waren bestimmt schon mal in Indien oder in China. Jetzt mal im Vergleich zu Europa, was ist auffallend? Ja, das Essen ist immer warm. Es wird morgens was Warmes gegessen, mittags was Warmes und abends wird was Warmes gegessen. Dann ist es für uns oft sehr fettig im Vergleich, ja. Ich würde zwar nicht behaupten, dass die österreichische Küche oder die deutsche extrem fettarm ist, aber trotzdem ist im Vergleich zu Indien, Sri Lanka, China, ja, also eindeutig, ja, wird da sehr viel mehr Öl und Fett verwendet. Und vor allem natürlich sind es die Gewürze. Es werden unwahrscheinlich viel Gewürze verwendet. Und das trotz dem viel heißeren Wetter als bei uns und auch im Sommer. Jetzt können wir denken, naja, die haben da irgendwas nicht so richtig verstanden. Aber andererseits, ja, wir studieren hier chinesische, traditionelle chinesische Medizin. Ja, oder viele von euch kennen sich vielleicht besser oder auch aus mit der Ayurveda, der ayurvedischen Medizin. So falsch können die nicht liegen, ja, denn die haben Erfahrung mit heißem Wetter und feuchtheißem Wetter. Wir hingegen kennen uns besser aus mit kaltem Wetter oder feuchtkaltem Wetter. Und auffallend ist ja wirklich auch, dass warm gegessen und warm getrunken wird. Ist vor allem in China, ja, sind alle mit ihren Teeflaschen unterwegs. Ja, auch im Sommer, auch wenn es 40 Grad hat, es haben fast alle immer Teeflaschen bei sich. Da zeichnet mir jemand in meine Präsentation. Ich bin's nicht. Ja, lustig. Keine Ahnung, wie das ging. Das hat mich jetzt kurz irritiert, sorry. Es wird warm getrunken, warm gegessen,
und scharf gegessen, auch im Sommer, auch bei 40 Grad, bei 38 Grad, bei schwülem Wetter, bei feuchtem Hitzewetter. Und das ist genau etwas, wovon wir viel lernen können. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir auch viel Gebratenes und viel Scharfes zu uns nehmen sollten, aber die wichtigen Punkte, die wir da mitnehmen können, um uns vor innerer Nässe zu schützen und uns auch vor einer feuchtheißen Infektionskrankheit zu schützen, ist, dass wir auch darauf achten, warm zu trinken, warm zu essen und Gewürze zu verwenden. Ja, das ist jetzt nämlich genau das, was wichtig ist für diesen Sommer 2020. Also das ist unsere Anti-Corona-Diät sozusagen. Wir sollen warme Getränke bevorzugen. Ja? Anstatt Coca-Cola, Fanta, eisgekühlte Limonaden, Smoothies und ständig Eiscreme, ja, sollten wir Grüntee trinken, Pu'er-Tee oder Tee im Allgemeinen. Wir können heißes Wasser trinken und natürlich auch Wasser trinken oder auch also natürlich Wasser auch bei Raumtemperatur trinken, aber vielleicht die Eiswürfel weglassen. Das wäre einer der ganz wichtigen Punkte, den ich hier erwähnen wollte. Ja. Wir dürfen an aromatische Kräutertees denken, wie Rosmarintee, ja, Getränke wie Fencheltee, Thymian-Tee, alles Aromatische, ein bisschen Kardamom mit heißem Wasser aufgießen. Und man kann es auch stehen lassen, man muss es nicht immer heiß trinken und man hat dann trotzdem ein wärmendes Getränk. Also das würde ich euch für diesen Sommer raten, ja? Eiswürfel weglassen. Dann das Nächste, dass wir auch, wenn das Wetter warm wird im Sommer, dass wir kochen und dass wir warm essen. Dass wir grillen, das ist sowieso perfekt im Sommer, wann denn, wenn nicht im Sommer, dämpfen, dünsten, dass wir Backofenzubereitungen einsetzen, dass wir auch im Sommer Suppen essen. Zum Frühstück Konchi ist hervorragend. Ja, ich habe heute Morgen Buchweizen-Konchi gegessen mit Cashewnüssen, 8 Stunden lang gekocht, Cashewnüsse nur 2 Stunden mit dabei und alles püriert, das liegt so fein im Bauch und das ist auch etwas, oder ein Reiskonchi, was ist ganz wundervoll, auch bei heißem Wetter. Ja, also man kann auch im Sommer was Warmes am Morgen zu sich nehmen. Also da solltet ihr auch, das ist der nächste wichtige Punkt, ganz besonders in diesem Sommer, achtet darauf, Warmes zu essen. Und der nächste Punkt ist, Gewürze verwenden. Ja, die Speisen sollen und müssen jetzt nicht alle scharf schmecken, aber es sind Gewürze, es sind unsere aromatischen Kräuter, es sind Aromatikum im Allgemeinen, die Nässe im Körper transformieren und Nahrung verdaulicher machen. Ja, wenn wir Gewürze verwenden, dann unterstützt es unsere Verdauung und transformiert das Nässe. So die Klassiker in der TCM in China viel verwendet sind Kardamom und frischer Ingwer. Wir können aber auch an Frühlingszwiebeln mitdenken, ja, und all das ist leicht schweißtreibend, ja, also vor allem Ingwer, also auch mit der Menge, wir müssen nicht übertreiben, aber alles öffnet ein bisschen die Oberfläche, ja, und wärmt und unterstützt die Verdauung und transformiert Nässe, dann mehr Kräuter, die quasi traditionell bei uns üblich sind, Majoran zum Beispiel, Rosmarin und Thymian habe ich vorher schon erwähnt, ja, als Getränk oder natürlich beim Kochen. Fenchel, Kümmel, Anis beim Kochen verwenden, ja, also wirklich Gewürze. Es muss nicht immer Pfeffer sein und Chili passt sowieso nicht für jeden, ja, also da Vorsicht mit den richtig scharf heißen Dingen, die Bluthitze erzeugen könnten, aber alles verwenden, was Nahrung verdaulicher macht und was Nässe im Körper transformiert. Und im Besonderen nochmal eben auf die Verdaulichkeit achten und die Verdauung unterstützen. Das können wir natürlich auch nochmal mit Tees, also ganz klassisch Fenchel-Kümmel-Tee, aber auch hier schon mit einem Kardamom-Tee oder einem leicht überbrühten frischen Ingwer-Tee hätten wir auch schon etwas, was die Verdauung optimiert. Oder dann, wenn ihr mit der Diulosa-Linie vertraut seid, dann gäbe es Quick Belly Movement oder auch einen Verdauungstee, die klassische chinesische Magisterrezeptur, die man nach dem Essen nimmt, um die Verdauung der Nahrung zu optimieren, der Baohe-Wan, also Quick Belly und Baohe-Wan, vor allem, wenn man auch was Fettiges, was Öliges, was Schweres gegessen hat, was Frittiertes oder vielleicht irgendetwas mit Sahnesoße, etwas, was nicht so ideal ist in diesem Jahr. Und um die Verdauung zu unterstützen, ist ganz einfach,
einfach heißes Wasser auch nicht zu unterschätzen. Ja, heißes Wasser ist nicht so neutral, wie man denkt, sondern heißes Wasser kann auch schon unsere Verdauung positiv beeinflussen und unseren Organismus leicht entschleimen. Zusätzlich noch zwei kleine Aspekte. Das ist, dass man darauf achten kann, die Oberfläche durchlässig zu halten. Ja, weil gerade Nässe von außen, jetzt mal schauen, ob der Sommer feucht wird oder ob es ein trockener Sommer bleibt. Bisher haben wir mit einem sehr trockenen Jahr zu tun, was ein Jammer ist und wirklich traurig ist für die Natur. Ja, leider. Aber andererseits vielleicht für die Zeit einer Epidemie gar nicht so schlecht, ja, wenn das Klima trocken ist. Ja, aber okay, die Natur macht zum Glück, was sie möchte und es ist alles gut so, wie es ist. Aber die Oberfläche ein bisschen öffnen und durchlässig halten, beziehungsweise das Holzelement durchgängig machen, Qi-Stau in Leber und Gallenblase zerstreuen. Hm? Und die Oberfläche leicht durchgängig machen, das können wir mit scharf kühlenden Substanzen, ja, so eine Mischung jetzt zwischen Kräuter und Nahrungsmittel. Das ist gar nicht so viel, was uns da zur Verfügung steht mit scharf kühlend, ja, aber man könnte im Besonderen darauf achten, mehr Rettich zu essen, Radieschen, Kresse zu verwenden, so etwas wie Wasabi, ich meine schon ein bisschen speziell, mag es vielleicht nicht jeder und ist auch sehr stark, aber Krähen und Meerrettich, ja, also ist etwas, was als scharfkühlend klassifiziert ist, Hitze aus der Lunge nimmt und dadurch eigentlich durch diese Schärfe und die Kühle kann das Metallelement, das Holzelement besser kontrollieren und eine Stase im Holzelement kann besser ausgeglichen werden oder auch so Windhitzeangriffe können dadurch besser verteilt und zerstreut werden. Bei den Salaten, ja, je nachdem auch wie die Qualität ist, aber Rucola hat eigentlich eine scharfe Qualität. Ja? Also bitter wie viele Blattsalate, aber es ist eine gewisse Schärfe dabei. Ja, ist auch, also könnte man mit hier in die Liste der scharfkühlen Dinge setzen. Und ganz berühmt ist natürlich die Minze. Ich habe es Minze geschrieben, es muss nicht nur die Pfefferminze sein, ja, das könnten auch andere Minzearten sein. Und bei Minze nicht immer nur an Pfefferminztee denken, man kann Minze ganz wundervoll zum Kochen nehmen. In der arabischen Küche, in der vietnamesischen Küche wird sehr viel mit Pfefferminzblättern gearbeitet. Ja, man kann es auch in die Suppe geben, in Soßen geben, mit Fleisch und Gemüse kombinieren. Was hingegen den Aspekt betrifft, besonders darauf zu achten, Qi-Stagnation im Holzelement aufzulösen oder diesen zu vermeiden, da dem ist nach wie vor noch kein Kraut gewachsen. Es gibt zwar ein paar Kräuter wie Blüten, ganz leichte Blütensubstanzen, mit denen man ein bisschen die Psyche erreicht und damit Qi-Stase lösen kann, so etwas wie Pflaumenblüten, Rosenblüten, Jasminblüten, aber in erster Linie drückt sich das Holz mehr durch eine körperliche Bewegung aus und durch Kreativität aus. Und das sind ganz, ganz wichtige Punkte, um das Qi im Fließen zu halten. Ja, um auch, weil hier kommen wir eben an zwei Punkte. Ja, wir sind hier mit diesem Jahreseinfluss der Fülle in der Gallenblase, in diesem Rattenjahr mit einer Gallenblasen-Qi-Stagnation konfrontiert und jetzt durch diese Corona-Quarantäne-Zeit, diese Zeit der Erstarrung und der Angst und Unsicherheit blockiert sich alles noch weiter und vielleicht jetzt beruflich, geschäftlich, wenn da irgendwie auch eine Katastrophe irgendwie eingetreten ist oder man weiß gar nicht, wie es weitergeht, ist es extrem wichtig zu versuchen, einen Ausgleich zu schaffen, aber über den Körper. Ja, Holz hat mit Bewegung zu tun. Ja, Holz ist ganz wichtiger, sagen wir mal, Meister über das Qi, ja, der freie Fluss des Qis hängt von uns, vom Leber-Qi ab oder vom Holzelement ab. Und deshalb Bewegung, Sport, Kreativität, Tanzen, Malen, Singen, da muss jeder seine Wege finden, jeder seine Methode finden, die ihm gut tut und ihn entspannt und ihm liegt.
ja, auch Kontakt mit der Natur ist im Besonderen, ja, wie tiefes Einatmen, eine tiefe Bauchatmung ist ganz, ganz wichtig, um das Liber-Chi oder überhaupt das Chi im Körper zum Fließen zu bringen oder diesen freien Fluss zu unterstützen, ja, frische Luft in den Bergen sein, Wellness-Massagen, ja, Massagen waren ja derzeit, das ist noch so ein bisschen heikel, aber man kann sich ja von seinen Partnern, Kindern massieren lassen, ja, wenn die Massagesalons noch geschlossen sind, dann ganz wichtig, eben Zeit für Freunde und Familie, auch das Wesentliche ist das, was einem entspannen sollte. Und Lachen, ganz wichtig und ganz einfach, lasst euch bloß nicht das Lachen nehmen, die Komik in allem zu erkennen, ist die große Kunst. Lachen bringt das Qi ins Fließen. Ich glaube, das ist dann schon der letzte Punkt noch, auf erholsamen Schlaf achten bzw. den Schlaf fördern. Hier ist es aber ein bisschen schwierig, Empfehlungen zu geben, die allgemeingültig sind, denn da kommt jetzt schon eine Differenzierung mit ins Spiel, wie eigentlich immer in der TCM, dass Empfehlungen ja individuell sind. Da müsste man schon noch mal ein bisschen schauen, warum jetzt jemand Schlafstörung hat. Hat jemand Schlafstörung, weil zu viel Feuer im Herzen ist? Hat jemand Schlafstörung, weil zu viel Qi-Stau da ist? Oder mehr aus Angst heraus mit Panikzuständen, weil die Niere sich so sehr entleert hat? Also da gilt es natürlich zu differenzieren, aber allgemein können wir sagen, alles, was das Herz nährt, beruhigt ein bisschen unseren Geist und kommt dem Schlaf zugute, wie getrocknete Datteln oder Feigen. Dann ein paar westliche Kräuter, um diese zu nennen, ja, etwas wie Passionsblumen, die entspannen und dadurch beruhigen, oder Melisse, die auch entspannen kann und dadurch beruhigt, oder Baldrian ist jetzt im Vergleich was Wärmendes, etwas, was die Herzkranzgefäße ein bisschen entschleimen kann. Ja, da wären das so ein paar Möglichkeiten. Bei der Diolosa-Linie gäbe es die Peaceful Nights oder den Good Nights Tea, also auch etwas abends genommen, was dafür führt, dass der Schlaf ein bisschen tiefer und erholsamer ist. Das Magisterrezept oder eines der klassischen Rezepte wäre so etwas wie Suan Zhao Ren Tang. Ja, sind auch Datteln mit in diesem Rezept. Dann auch irgendwie den Geist mit schönen Dingen auffüllen. Ja, was man abends, wenn man abends nochmal Nachrichten anschaut oder im Internet googelt, ist es nichts, was unbedingt den Schlaf fördert. Ja, wenn man irgendwie auf neue Verschwörungstheorien kommt oder so heute Morgen waren die Nachrichten auch nicht gerade berauschend. Ja, hingegen, dass man versucht, vielleicht am Abend vor dem Schlafengehen etwas zu lesen, was irgendwie den Geist bereichert. Etwas, was uns zu unserer wahren Natur zurückbringt. Etwas, was uns das Wesentliche aufzeigt, ja? Also eine reichende Literatur, um besser zu schlafen. Und Meditation, autogenes Training, da gäbe es natürlich auch noch viele Möglichkeiten, die man damit auf diese Liste setzen könnte. Ah, da fällt mir ein, ich habe bald ein Seminar über Schlafstörungen in Zürich. Ja, face to face. Ich freue mich schon, wenn ich euch alle sehen kann, wo auch immer. Dann wollte ich hier noch zusammenfassen, nicht, dass ihr jetzt denkt, also auch so ein bisschen, was bleibt denn noch übrig, was dürfen wir noch und wenn keine Rohkost, keine Tomaten im Sommer, wann denn? Also ich habe das jetzt nicht ganz so streng gemeint, also saisonal und regional ist immer gültig. Das ist der rote Faden, an den wir uns halten können. Ja? Also das gilt immer auch zu Corona-Zeiten. Der Punkt ist nur, dass wir am Ende des Sommers eben keine Nässe im Inneren angesammelt haben sollen. Ja? Und da sind nur ein bisschen die Tipps. Natürlich sollen wir Früchte essen, wenn sie wachsen. Ne? Wenn dann die Kirschen kommen, die sind ohnehin warm. Dann kommen natürlich auch viel kühlende bis kalte Früchte, aber die können wir auch einlegen, wir können sie einkochen, wir können Kompotte machen oder eben darauf achten, ja, dass wir davor und danach was Wärmendes zu uns nehmen.
dann Gemüse und Getreide, wenn es darum geht, eben Rohkost eher zu vermeiden, was Salate betrifft, anstatt eben ständig Tomatensalat, Gurkensalat, Blattsalat in Form von Rohkost zu uns zu nehmen, können wir natürlich auch Gemüse und Getreidesalate zubereiten. Ja, im Sommer, wenn es heiß ist, man mag nicht immer, ich weiß es, man mag nicht immer eine heiße Suppe essen, auch wenn es in Asien so üblich ist und auch wenn ich euch dazu raten würde. Ja, aber man kann Raumtemperatur oder leicht gekühlt, Gemüse ist schon mal yummiger als ein Salat oder ein Getreide ebenfalls. Ja. Und man kann etwas kochen und dann quasi kühl essen oder wie einen Salat zubereiten. Ja. Wir können Quinoa-Salat machen, Hirsesalat oder einen Reissalat zubereiten, beziehungsweise den Karottensalat kennt ihr, aber man kann Karottensalat auch aus gekochten Karotten machen und Gewürze dazugeben. Fenchelsalat, wir können Fenchelsalat aus Romfenchel machen, sind wir immerhin schon beim Gemüse und nicht bei den Salaten. Ja, und Fenchel und Karotten sind wärmend, aber wir können auch Fenchel dämpfen, dünsten oder ins Backrohr legen, in dünnen Scheiben, ja, ihn abkühlen lassen und dann ein bisschen Öl und Zitronensaft und Pfeffer und Salz dazugeben oder andere Gewürze verwenden. Also man kann Gemüse auch erwärmen, abkühlen lassen und es wie ein Salat essen, wenn es einem ganz und gar nicht nach etwas Heißem, Heißgenossenem im Sommer ist. Beziehungsweise auch hier, was habe ich noch als nächstes mit aufgeschrieben, Salate und Gemüse können gedämpft werden, genau, und auch bei Raumtemperatur gegessen werden, ja, dass man doch Nahrung zubereitet, ja, wenn man nicht das Bedürfnis hat oder wenn es irgendwie nicht geht, dass man es ganz heiß isst, weil man ohnehin schon vielleicht am Schwitzen ist, dass man es dann trotzdem ein bisschen abkühlen lässt, mal lauwarm einfach isst, ja, dass ihr euch da vielleicht ein paar andere Möglichkeiten überlegt oder da ein bisschen achtsamer seid und nicht nur Rohkost zu essen. Aber ganz klar, ja, also im Sommer saisonales Essen ist nach wie vor gültig. Ja, also die Natur zeigt uns schon, was auch gut und richtig ist. Dann, weil das hatte ich bisher noch nirgendwo erwähnt. Ich hatte zwar gesagt, kein Schweinefleisch, keine Meeresfrüchte, ja, aber ich gehe mal davon aus, für die von euch, die nicht streng vegetarisch oder vegan unterwegs sind, dass wir sagen dürfen, Eier, Fleisch und Fisch sind schon eine Kostbarkeit, ja. Weil sie stärken uns, kräftigen uns, nähren das Blut, kann man fast sagen, fördern indirekt auch den Schlaf oder Eier fördern ohnehin den Schlaf. Und es ist etwas, was unserem Verdauungstrakt Wärme und Kraft schenkt und dadurch ermöglicht, dass nicht so viel Schlacken oder Nässe im Körper liegen bleiben. Also mit Eier, Fleisch, Fisch oder tierischem Protein, so können wir es auch nennen, stärken wir sowohl unsere Verdauungsenergie als dann auch unsere Schutzenergie. Denn quasi im Hintergrund von all den Empfehlungen gilt natürlich immer, dass wir unser Immunsystem aufrechterhalten sollen und unser Immunsystem in diesem Jahr, in diesem Sommer nicht schwächen dürfen. So, das war's schon. Das war ganz genau das, was ich heute so gerne mit euch teilen wollte. Einfach ein paar Punkte, auf die ihr in diesem Sommer ganz besonders achten sollt. Ich sage nicht müsst. Ja. Achtet darauf, dass ihr euch entspannt. Das ist eine Zeit der Anspannung. Ja, es geht vielen wie euch. Natürlich, manche genießen es, endlich Zeit zu haben, weniger Stress zu haben. Aber es ist so richtig Yin und Yang, ja, Sonnenseite und Schattenseite. Ich freue mich sehr, dass euer Interesse so groß war, dass ihr mich heute so zahlreich besucht habt bei meinem ersten Online-Live-Vortrag. Ja, ich habe zwar schon ein Seminar gehalten, aber Vortrag ist das erste Mal. Es tut mir total leid, ich schalte jetzt nicht zu einer Fragerunde ein, weil wir zu viele sind. Ich glaube, das ist nicht so einfach und auch zeitlich sind wir es genau in dem Rahmen, den ich angegeben hatte. Ich wünsche mir sehr, dass wir uns bald wieder sehen, also so face to face. Ja, und wenn ihr da Interesse an Seminaren habt, ja, ihr habt den Kontakt zu mir, ihr habt meine Webseite oder auch face to face Veranstaltungen.
also in Wien im Shambhala, da startet auch bald die TCM-Ausbildung, an der vielleicht einige von euch interessiert sind. Die Ernährungsausbildungen gibt es durchgehend, einzelne Seminare wie Psychologie. Ansonsten Creating Space in Zürich, ja, mit Esti habe ich auch ein ganz schönes neues Programm zusammengestellt. Ab nächstem Jahr gibt es eine Serie TCM für den Alltag oder TCM rund um den Alltag. Da werden wir Differentialdiagnostik erlernen für so die häufigsten und üblichen Alltagsbeschwerden und Probleme. Und vor allem, wer Lust und Interesse und Zeit hat, nächsten Dienstag, selbe Zeit, ja, über die häufigsten Ernährungsirrtümer in der TCM. Ich freue mich, wenn ihr vielleicht wieder dabei sein wollt. Ist ein leichteres Thema, ja, so Corona ist so ein bisschen schwerwiegender, ja, da sind wir alle traumatisiert. Da würde ich mal meinen Ernährungsirrtümer im Vergleich, ist leichte Kost. Und ich überlege mir auch schon Folgeprogramme, also da müsst ihr vielleicht mal auf meine Webseite schauen, aber ich werde bestimmt über die Sommerwochen noch mehr machen, da leider doch sehr viele Seminare ausfallen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis ganz bald wieder.